Was geht ab, meine Ossi-Fighter aus der hier und heute mit dem Team-Rating-Video Nummer 75. Vielen lieben Dank auch für die Einsendung diese Woche, wenn ihr wie immer wissen wollt, wie ihr dran teilnimmt. So ist der Link in der Beschreibung, Freunde. Bevor wir dann anfangen, ganz kurz, vielen Dank, 24.000 Abonnenten, vielen lieben Dank für euren geilen Support und dementsprechend auch 24-Stunden-Stream. Ich werde hier mal ganz kurz ein paar Details raushauen, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Und zwar wird dieser 24-Stunden-Stream nächstes Wochenende vonhanden gehen, nämlich von Samstag auf Sonntag, also 15. Juni auf 16. Juni. Freunde, ich bin 24 Stunden dann auf Twitch live, oder Twitch, der Link dazu ist in der Beschreibung, heißt... Ich erwarte von niemandem, dass ihr auch 24 Stunden mit mir mithaltet. Ich bin 24 Stunden live. Schaltet einfach rein, wenn ihr Lust und Zeit habt und Bock habt. Also ganz ehrlich, da muss jemand auf Gramm 4 ALF 24 Stunden durchhalten oder so. Also wenn ihr Bock habt, schaltet einfach irgendwann ein. Im Laufe des Tages quasi. Jedenfalls wegen dem Ablauf. Ich habe mir vorgenommen, um 8.30 Uhr morgens anzufangen am Samstag, sodass ich 8.30 Uhr bzw. 9 Uhr morgens dann Sonntag, halbe Stunde Delay recht einfach mit ein, Sonntag 9 Uhr fertig bin und... Ganz grober Plan, Freunde, nenne ich euch jetzt einfach mal. Heißt aber nicht, dass ich mich da zwingend dran halten werde. Wir werden zwischendurch natürlich mal andere Sachen machen, wie zum Beispiel Dokkan Dailies, Legends Dailies und so und so fort, Blazing, kurz mal ein paar Spiele reingucken. Aber ganz grob, wie ich es mir vorgestellt habe, aktuell ist, ich fange morgens an, muss natürlich erstmal wach werden, wir frühstücken, was heißt wir, aber ja, ich frühstück ein bisschen, gucken nebenbei was an oder mache dann die Dokkan Dailies eben. Und morgens bis mittags werde ich den großen Zeitraum dann für mich nehmen, dass ich dann irgendwas zocke. Also wahrscheinlich irgendein Nintendo-Game. Breath of the Wild muss ich noch fertig spielen. Da bin ich beim vorletzten Titan. So um den Dreh herum. Und mittags dann so 15, 14, 16 Uhr ungefähr würde ich dann gerne euch mit rausnehmen. Einfach mal die City zeigen oder irgendwas. Also ich will das Ganze eigentlich so machen, dass ein Tag von mir ist. So, dass sie einen Tag mit mir erlebt. Wisst ihr, was ich meine? Und nicht, dass ich den ganzen Tag zocke. Deswegen würde ich mittags gerne rausgehen, gucken, was draußen geht. Abends werden dann die Jungs zu mir kommen. Wir machen eventuell ein FIFA-Turnier oder dann quasi Smash-Turnier oder uns und so fort. Zocken dann gemeinsam und dann nachts quasi gucken wir, was nachts passiert. Nachts escalates bestimmt so oder so. Also das ist dann ganz, ganz spontan. Das ist der grobe Ablauf, Freunde. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Die Tage werde ich noch mehr Infos dazu droppen, beziehungsweise an einem Samstag dann bekommt ihr dann von mir ein Video, wo ihr dann wisst, okay, ich bin jetzt live quasi. Genau, so viel dazu. Ich wollte es eigentlich kürzer halten, aber ja, ging ein bisschen länger, sorry. Jedenfalls kommen wir jetzt mal erst zum Team-Rating-Video. Und zwar hat mir letzte Woche, beziehungsweise wart ihr letzte Woche gefragt, im Video, am Ende des Videos der letzten Woche, so rum, und zwar unser Boy, Hashtag Timoso, hier mein Pure Saint Team, bin damit zufrieden, freue mich aber über Tipps und Verbesserungen. Ihr seid dann natürlich hergegangen, habt den ganzen eure Ratschläge gegeben. So sah dein Team aus, genau so war seine Charakterliste. Das hat es eigentlich gut auf den Punkt gebracht und das kannst du auf jeden Fall mal gerne durchlesen, was der Boy hier geschrieben hat. Vielen Dank an Blackwind hier an der Stelle. Und ich habe mir dann folgendes erstellt, folgenden Graphen, ganz kurz. In der Konstellation, in deinem Setup, so wie du deine Charakterliste hast, dein Pure Saints Team hast, würde ich auf jeden Fall den Friend involvieren. Sei es jetzt, ob der Friend Evo Vegeta ist oder auch ein anderer Transform Vegeta, ist völlig egal, beides würde gehen. Aber nehmen wir mal an, dein Leader ist Transform Vegeta, der Friend ist Evo Vegeta oder wie gesagt Transform Vegeta, einen von den beiden, dann könntest du deinen eigenen Leader, zum Beispiel mit Dragon Ball Super Broly in der Rotation halten, 4 Link-Skills und dann den Transform Vegeta zum Beispiel mit Full Power Goku oder also den Friend einfach, dann wären das deine 2 Rotationen, heißt du könntest auf jeden Fall Super Saiyan 3 Bardock rein und raus rotieren, wenn wir unter 70% sind, hat er natürlich noch einen sehr guten Support-Aspekt für die Superklasse-Verbündeten. Broly würde den nicht bekommen, wäre aber nicht allzu schlimm. Dann hätten wir noch Super Saiyan 3 Goku GT als Supporter. Rein raus sortieren, 33% für jedermann. Und hätte noch Saiyan Raw für Full Power Goku. Und Tech Vegito Blue EZA. Vegeta Blue, sorry. Tech Vegeta Blue EZA kannst du auch mit reinnehmen. Seine Passive Activity, sodass er auch einen Support-Aspekt hat für den Rest des Teams. Das wäre so quasi mein Vorschlag für dieses Team, um ehrlich zu sein. Genau, so viel dazu. Dann kommen wir zu der nächsten Einsendung. Und zwar Dr. Miro, lieben Dank für die Einsendung. Hashtag Timosuru. Mein Majin Buu Saga Team möchte ich so bauen, sodass ich das Super Battle Road schaffen könnte. Kriege es aber nie hin. Wäre toll, wenn du mir da helfen könntest. Mach weiter so mit deinen Videos. Dr. Miro, kein Thema. Kein Thema. Und zwar folgendes nämlich. Ich habe deine Charakterliste. Du wolltest, dass ich ein Majin Buu Saga Team erstelle. Ganz easy. Ich habe direkt geguckt, ob du LRGG hast. Hast du, dann baust du so ein Team. Mit diesem Team, habe dazu auch ein Video gemacht, kannst du gerne ansehen, damit du dich vielleicht orientieren kannst. Mit diesem Team 1:1, was du auch bauen kannst, habe ich Majin Buu Saga Super Battle Road geschafft. Natürlich nimmst du als Friend noch einen LRGG, also noch einen LR Goten und Gohan. Dann hältst du einen mit Easy Goten in Rotation, den anderen mit dem physisch und die drei Charaktere kommen rein und raus. Und so habe ich das wirklich easy geschafft, weil LRGG hat das gecarried. Also das sollst du auf jeden Fall so schaffen, mein Boy. Du hast auch die Charaktere und dann wünsche ich auf jeden Fall
Fall sehr viel Glück und lass mich wissen, wenn alles geklappt hat. Alright, dann kommen wir zu der nächsten Einsendung. Nächste Einsendung ist hier an der Stelle von EasyBeDropped. Lieben Dank für die Einsendung. Und zwar Hashtag Timose, du würde mich freuen, wenn du mein Team bewerten könntest. Habt ihr auch auf Twitter geschrieben, nicht wundern, heiße dort Asil. Okay, kein Stress. PS, liebe deine Videos, mach weiter so. Dankeschön, Mamboi. Dann gucken wir mal hier dein Team an der Stelle an, machen wir das Ganze mal so, boom. Wir haben hier ein Realm of Gods Team mit Samas. Alle Charaktere gehören zu mir Skill, denn Taos bekommt auch den Extreme Class Leader Skill, 6 von 10 Punkten, also Max Level, Max Awaked. Jetzt 8 von 10 Punkten und ich muss ehrlich sagen, das Team sieht sehr geil aus. Samas, Strength for Zero-Rotation, sehr gut. LR-Virus, Easy-Virus, umso besser. Sehr gutes Support mit Weskai, weil Weskai gibt Realm of Gods Charakteren 40% Boost und gibt noch eine 7%ige Crit-Chance und teils mit Virus sehr gute Link-Skills. Shocking Speed, Innocence und Godly Power. Und Thales gibt nur 40%, muss sogar mir nicht viel zu sagen. Deswegen habe ich einen kurzen Blick auf deine Charakterliste gesetzt. Passt. Hast aus deiner Charakterliste alles richtig gemacht, finde ich meiner Meinung nach. So würde ich das Team auch bauen, kannst du auf jeden Fall bauen. Ich meine, ja, ich habe mir kurz überlegt, würde ich vielleicht Tech Godku reintun statt Weskai wegen dem Orbs. Dass quasi Tech Godku vielleicht für Orb sorgt, für die Rotation für Izay Virus und nicht nur Support-Aspekt, weil wir haben ja schon Taz mit Support. Nee, muss nicht sein, weil Weskai ist ein richtig guter Supporter. 40%, wie gesagt, 7% Crit-Chance für diejenigen, die keine Crit-Chance haben durch die Dupes. Und zudem hat sie halt für Virus und Wiz Shocking Speed, ja, also was noch was ausmachen würde, weil sie teilen es ja so oder so Innocence und Godly Power, aber wegen den Key technisch, genau. Und ja, sehr cool. 9 von 10 Punkte auf jeden Fall, sehr gut gemacht. Dann kommen wir zu dem nächsten Team. Das nächste Team ist sie an der Stelle von, achso, ihr seht es gar nicht so, boom, jetzt Endtime Machine. Hashtag Team Osoro. Hallo Osoro, ich schaue deine Videos seit einem Jahr und wollte dir Danke sagen. Danke, mein Boy, danke für den geilen Support. Ich liebe deine Teambewertung und wollte auch mal in einer sein. Ich spiele momentan ein Pure Saints Team und wollte fragen, ob alles stimmt. Liebe Grüße, Nikos. Liebe Grüße gehen zurück an dich, mein Boy. Das ist sein Pure Saints Team und zwar sind wir auf der japanischen Version. Sehr schöner Friend-Support. Ne, Spaß an der Seite. Ja, Transform Vegeta. Pure Saints, Key plus 3, 150% oder Superclass. Key plus 3, 100%. Dementsprechend gehören alle Charaktere zum Leader Skill 6 von 10 Punkten. Also Max und Max Awake 8 von 10 Punkte. Und genau, das sieht doch schon mal eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Aber, also die Rotation kann man auf jeden Fall bauen. Transform Vegeta, Evo Vegeta. FIFA Vegeta mit Bardock. Ja, kann man vielleicht ändern. Oder mit dem Super Saiyan 3 Bardock würde es auch gehen. Der L.A. Bardock hat als Same Pride für Vegeta, das merken wir uns mal. Thales rein und Rosotieren, sehr gutes Supporter. Aber als ich den Blick auf deine Charakterliste geworfen habe, dann ist mir direkt, boom, der Boy hier aufgefallen. Was macht er da, Muttersehen allein? Tu es ihn am besten, awaken, my boy. Also, es war dir sicherlich bewusst, du hast ihn wahrscheinlich nur nicht im Team gehabt, weil er nicht awaked ist, kann ich verstehen. Aber tu es ihn am besten, awaken, und dann spielst du ihn ganz Logo mit Super Saiyan 4 Vegeta in einer Rotation 6 von 7 Linkskills. LR Super Saiyan 4 Vegeta und LR Super Saiyan 4 Goku Rotation, die ist abermals gestört. Und dann habe ich, um ehrlich zu sein, Folgendes gebaut aus deiner Charakterliste. Lass mich ganz kurz erklären. Wie gesagt, die Rotation ist fix. LR Super Saiyan 4 Vegeta, LR Super Saiyan 4 Goku. Tals auch fix rein und raus rotieren. Unser Leader ist so oder so fix. Du könntest natürlich Evo Vegeta mit Transform Vegeta in Rotation hatten. 5 Linkskills sind auf jeden Fall gut. Super Saiyan, 4 Battle, Prepare for Battle, Royal Lineage und Prodigies. Oder, je nachdem, ich weiß nicht, ob du auch Bock auf Dragon Ball Super Broly hast. Ich wollte es nur mal anmerken, könntest auch Dragon Ball Super Broly in der Rotation spielen mit Transform Vegeta, Prepare for Battle, Super Saiyan, 4 Battle, Prodigies würde auch gehen. Und hier würde ich eigentlich Bardock mitnehmen, aber da wollte ich einfach auch eine Alternative setzen. Wenn du Bock auf LR Bardock hättest, könntest du auch LR Bardock mitnehmen als individueller starker Charakter. Super Saiyan 3 Bardocks Vorteil ist natürlich, wenn man unter 70% und drunter fällt, gibt er für Super Class 40% Attack Boost, also das ist auf jeden Fall auch nice. Ich würde eher Super Saiyan 3 Bardock mitnehmen, aber ich kann verstehen, wenn du Bock auf LR Bardock hast, kannst du ihn auch mitnehmen. Machst da nichts falsch, wenn du ihn rein und raus sortierst durch sein linkes Setup, gibt er den nötigen Charakteren noch gut Key oder beziehungsweise in dem Szenario würde er, wenn du Super Saiyan 4 Vegeta in die Mitte stellst, noch Same Pride für Super Saiyan 4 Vegeta zum Beispiel geben. Also ja, müsste nicht sein, aber als Alternative wollte ich es einfach mal zeigen und das wäre eigentlich die Änderung, die ich machen würde, um es kurz auf den Punkt zu bringen. Genau, Freunde, und ihr merkt schon, heute war es ein bisschen schneller. Ja, kann auch vorkommen auf jeden Fall. Die Einsendungen waren, ich sag mal, on point, beziehungsweise musste man nicht allzu viel dazu sagen. Oder, also bei dem Super Battle Road war es ja klar, boom. In dem Fall, wie ich es erstellt hatte, das andere war auch sehr gut aus der Charakterliste. Deswegen hoffe ich, passt das so nicht allzu schlimm. Aber am Ende seid dennoch ihr gefragt, darauf wollte ich nämlich hinaus, nämlich wir haben das Team von Nemesis mit, mit einem schönen Profilbild von Kefra. Hashtag Timoso, ich weiß zwar nicht, ob man noch teilnehmen kann.
Ja. Hier ist mein Super Saiyan und Planet Namek Saga Team. Namek Goku. Ich würde mich über ein paar Verbesserungsvorschläge zu meinem Team freuen. Ich bedanke mich im Voraus. PS, mach weiter so mit deinen geilen Videos und bleib wie du bist. Vielen lieben Dank, mein Boy. Dann gucken wir uns mal das Team an, beziehungsweise seid ihr gefragt. Wie gesagt, ich hab's gerade vergessen. Ihr seid gefragt, Freunde. Das ist jetzt euer Team für die nächste Woche. Geht her, schaut euch das Team an. Wir haben Goku als Leader, er hat selbst gesagt, Planet Namek Saga Leader und Super Saiyan Leader. Er hat folgendes Team gebaut, ist wirklich ein, sieht schön aus, ein schönes Team, so ist es nicht. Aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Das seine Kenntnisse, geht er, gibt den ganzen eine Punktzahl, dann, sorry, das war sein Team, geht er, gibt den ganzen eine Punktzahl. Das seine Kenntnisse, schaut, würdet ihr das besser machen, würdet ihr etwas ändern in diesem Team und dann lasst es den Boy auf jeden Fall wissen. Ich bedanke mich derweil vorerst fürs Zusehen und dann sehen wir uns, wie gesagt, nächste Woche zum 24-Stunden-Stream auf jeden Fall. Ein Tag mit Osaru. Also, bis dann, Freunde. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.